Jo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und ja, heute ist der 2. Dezember. Also wie gesagt, ich nehme das halt alles aktuell auf. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach erstmal hier die zweite Tür, Hebel dran, Hebel umgelegt. Und wir gehen rein. Ach, was ich vorhin noch sagen wollte. Es tut mir leid, gestern wegen der Folge, beziehungsweise es waren 3 Folgen. Ich habe das mit dem Schneiden vollkommen verplant. Hab dann 3 Videos einfach also ich habe aus Versehen einfach 3 Videos hochgeladen, welche noch nicht mal in einer chronologisch sinnvollen Reihenfolge erschienen. Und ja, aber was erschienen ist, ist nämlich hier das 4. Adventskalender-Türchen. Also das heißt, die Türchen gehen und warum ist dann Amboss? Jedenfalls, die Türchen geben uns jeden. Alles klar, ich gehe jetzt einfach rein und mal gucken, was es heute gibt. Oh, ganz viele Schilder. 5 Minecraft. 5 Minecraft. 5 Minecraft. 5 Minecraft an die. Wer alle Fragen zum 6. Dezember richtig beantwortet, bekommt zum 24. Dezember einen kostenlosen Account. Ich guck mal nach, was das bedeuten soll und dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. Tja. So, ich habe jetzt herausgefunden, was das bedeutet, also das, was hier drin steht. Und zwar scheint es zu bedeuten, 5 Minecraft-Fragen an die Zuschauer. Wer alle Fragen bis zum 6. Dezember richtig in den Kommentaren beantwortet hat, bekommt zum 24. Dezember einen kostenlosen Minecraft-Account. Und habe ich mir gedacht, ja gut, können wir gerne machen. Und deswegen habe ich mir auch direkt schon ein paar Fragen überlegt. Und zwar, es regnet. Moment. Und es gewittert. So, also. Und zwar, die erste Frage wäre, also, nein. Minecraft wurde ja von Notch programmiert. Wow. Und irgendwann hat Notch halt Minecraft an Mojang verkauft und Mojang hat weitere Versionen in Zusammenarbeit mit Microsoft rausgebracht. Meine Frage ist, nach welcher Version, also welche Minecraft-Version war die letzte, die Notch selber programmiert hat? Also, nach welcher Version hat Notch Minecraft an Mojang verkauft? Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare und davor und vor die Antwort schreibt ihr bitte 1 Punkt, also erstens. Die zweite Frage ist, wie viele Minecraft-Fake-Spiele gibt es? Also quasi gefakte Minecraft-Spiele, wisst ihr dieses, also ja, gefakte Minecraft-Spiele eben. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und das ist so eine Schätzfrage. Und wer am nächsten, also welche Antwort am nächsten dran ist, der bekommt eben die meisten Punkte. Also ich vergebe für jede Aufgabe einen Punkt. Also für jede Frage. Und für diese Frage vergebe ich insgesamt, 5 Punkte. Und ja, wer eben die Frage richtig beantwortet, also am nächsten mit seiner Vermutung an der realen Zahl dran liegt. Ich weiß, das war halt nur ein halber deutscher Satz, aber gut. Aber jedenfalls derjenige bekommt dann eben die volle Punktzahl, nämlich 5 Stück. Ja, wie gesagt. Die dritte Frage wäre, wie groß ist eine Minecraft-Welt? Also jetzt hier, diese Welt. Wie groß ist sie? Und ich gebe euch einen Tipp, sie ist nicht unendlich groß.
Auch wenn das immer viele sagen, die Minecraft-Welt ist nicht unendlich groß. So, die vierte Frage wäre, die ist sehr kompliziert und na, eigentlich keine Schätzfrage. Das kann man wissen, muss man aber nicht. Und zwar, wie viele Tränke hat eine Hexe? Also jeder kennt wahrscheinlich eine Hexe. Und wie viele Tränke hat die? Auch hier gebe ich ihm wieder einen Tipp. Sie hat nicht unendlich viele Tränke, sondern vielleicht 5, vielleicht 20, vielleicht 375.000. Keine Ahnung. Schreibt's jedenfalls. Ja, wie gesagt, diese Frage, also die Antwort für diese Frage, nummeriert ihr mit, bitte mit 4 Punkten in den Kommentaren. Das macht das Ganze ein wenig einfacher. Die letzte Frage wäre, oh, wie schön die Sonne hier untergeht. Die letzte Frage wäre, wie viele Herzen kann ein Pferd in Minecraft haben, welches in der Natur vorkommt, also ganz natürlich spawnt, wenn man das natürlich nennen kann. Ja, also welches halt nicht gespawnt wird, sondern spawnen kann. Und wie hoch, also das müsst ihr nicht beantworten, das ist so eine, es gibt nur einen extra Punkt, und zwar, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Pferd spawnt? Also wenn ihr das mit beantwortet, und zwar richtig eben, bekommt ihr einen zweiten Punkt. Und ja, der dann am Ende die meisten Punkte hat, bekommt am 24. Dezember die Daten für den gewonnenen Minecraft-Account. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare die Antworten. Und ciao.